Hallo zusammen und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Annette und ich freue mich sehr, dass ihr angeschaltet habt. Heute habe ich für euch Adventskalender von Schubach Parfümerie Unboxing. Habt Interesse? Dann bleibt dran. Viel Spaß beim Zuschauen. Schubach Parfümerie sieht so aus. Ist der Parfümerie, über die ich gar nichts gehört habe, bis ich diesen Adventskalender, ich glaube bei YouTube irgendwo, gesehen habe. Und dieser Adventskalender hat auch zu viel gekostet, meiner Meinung nach. Natürlich, das ist Budgetsache. Also Preis war 59,95. Aber ich habe bei Schubach Parfümerie diese Advents für 31,50 bekommen. Und im Gesamtwert wird 280 Euro sein. Ja, nicht schlecht, aber für knapp 60 Euro finde ich zu viel. Würde ich das nicht zahlen. Und da steht noch bis Ende Januar noch ein Code Beauty10, aber ich vermute, es wird zu knapp sein. Ja. Was war noch dazu? Zwei Proben von La Vie est Belle von Lancôme. Es ist ganz, ganz populär, ist immer dabei. 1,2 Milliliter, ein kleines Pröbchen. Und noch von Clarins Not Just a Primer. Das kenne ich nicht, ich meine Marke schon, aber Primer noch nicht. Kann sein, dass es etwas Neues. Ja, das würde ich gerne ausprobieren. Danke, ist immer nett, etwas extra zu bekommen. Und wir schauen jetzt, wie sieht dieser Adventskalender aus. Es blendet euch. Ich weiß, es tut mir leid. Wegen der Lampe kann ich leider nichts machen. Also, euch gezeigt und dann fertig. Ja, ich stelle das nicht dahinter. Erstens, es blendet euch nachher. Und zweitens, das wird einfacher sein, wenn ich auf meinem Tisch, kleinen Tisch da liege und dann wir schauen, was habe ich dann von 1 bis 24 drin. Das war noch Sleeve. Sleeve ist weg und der ganze Adventskalender sieht gleich aus. Ich meine, das ist genau diese Gebäude. Ich vermute, das ist ein historisches Gebäude, wo genau diese Schubach Parfümerie sich befindet. Aber wo ist die Adresse, habe ich euch nicht gesagt. Also irgendwo in Deutschland, logischerweise. Gibt es noch Adresse? Nee, leider nicht. Ich weiß leider nicht, wo Schubach sich befindet. Ja, wir können allerdings etwas online kaufen und das funktioniert perfekt. Wir fangen an mit Nummer 1. Wo ist Nummer 1? Ach, nein, das war Nummer 4. Ich habe mich schon gefreut. Nummer 4 und Nummer 1 ist auch nicht klein. Okay, perfekt. Sieht so aus. Ja, und ganz, ganz leicht. Und hier, wir fangen an mit etwas, was wir schon vielmals gefunden haben. Das ist Serum. M2 Beauty Eyelash Awakening Serum. Ja, wir kennen dieses Produkt schon. 2 Milliliter, not for sale. Das ist Sample. Ich weiß nicht, meine fünfte, sechste, keine Ahnung, wie viel habe ich schon. Ja, aber es funktioniert. Das ist der Wichtigste. Nummer zwei ist lang. Oh, sieht interessant. Okay, ganz, ganz spannend. Und hier auf der anderen Seite noch etwas geschrieben. Dann schauen wir an der Ende. Nummer zwei. Oh, was das ist? Mascara. Genau, Isadora. High Impact Lift & Co. Mascara Full Size. Wow. Über dieses Produkt freue ich mich besonders. Von Isadora hatte ich noch nichts. Absolut. Ich glaube schon nie ausprobiert. 9 Milliliter, das ist wirklich Full Size. Also, Leute, kennen Sie, von wo kommt diese Marke? Hier ist Malmö geschrieben. Ist das von Malmö? Nein, ist das von Schweden? Isadora ist schwedische Marke? Ich habe irgendwie gedacht, dass es türkische oder keine Ahnung was, aber gar nicht.
gar nicht Schwedisch. Wow, dann bin ich noch mehr gespannt. Ich liebe Schweden. Wir reisen da oft. Und wenn das Isadora von Schweden ist, dann ja, bin ich echt gespannt. Also, Mascara zu finden ist perfekt. Ich verwende sie logischerweise oft. Ja, und noch eine Marke, die ich noch nicht ausprobiert habe. Nummer 3, wo bist du jetzt? Ah, gefunden. Nummer 3 ist nicht so weit von mir. Und was finde ich auch nett, das haben sie hier noch Zunge extra gemacht. Das ist so einfach und da kannst du von alle Boxen rausziehen, erstens. Und zweitens, Qualität ist perfekt. Das finde ich schon. Ich meine, sie haben wirklich Mühe gegeben. Von Clinique, das ist 30 ml. Auch bekannt für uns, haben wir schon ein paar Mal gefunden. Ja, nicht schlecht für Abschminken, für Make-up, für Mascara. Das ist auch wichtig. Haben Sie schon diese Logik gespürt? Also Serum erstens, Mascara zweitens, jetzt dann Abschmink. Ja, irgendwie gibt es auch etwas Logisches hier. Nummer 4. 4 habe ich schon gesehen. Ja, genau. Extrem klein. Ja. Und da, was haben wir da? Lass uns öffnen, aber kann ich das nicht? Ah, jetzt, genau. Oh, oha, La Mer. Ist das La Mer? Ja, genau, das ist La Mer. Moisturizing Soft Creme. Und wie viel Milliliter hier? Keine Ahnung. Maximum 2. Ich nehme an, es ist extrem klein. Natürlich, aber La Mer ist auch eine teure Marke. Ja, wir wissen alle, das kostet extrem viel. Nein, nichts geschrieben. Hier ist noch Beschreibung. Das brauche ich auch jetzt nicht bedingt. Und unser Creme dann auch nach hinten. Ach, La Mer liebe ich, aber selbst würde ich nie kaufen. Es ist zu teuer. Nummer 5. Nummer 5. Ich suche und hoffentlich finde. Ja, genau. Gefunden. Ach, das bringt mir schon Spaß. Ich weiß, Adventszeit ist schon vorbei, aber ich liebe Adventskalender und es ist perfekt für mich. Ich kann das ganze Jahr einfach Adventskalender öffnen. Hier ist noch Mini-Format von Parfüm. Ja, extrem bekannt, extrem oft in Adventskalender. Ich weiß nicht, wie viel Stück habe ich schon? Etwa 5 gefunden? Keine Ahnung. Aber ich mag diese Duft leider nicht. Nummer 6 und für uns soll das sein auch Nikolaustag. Oh, diese Nummer ist groß. Ich bin sehr, sehr gespannt, aber leicht. Was kann das sein? Was erwartet uns? Hm, noch Box extra und das ist Babor. Babor Ampullen 3 Stück, Hydra Plus Multivitamin Lift Express. Ach, ich liebe diese Marke. Ich verwende Ampullen sehr, sehr gerne. Ja, und das ist Kit für auszuprobieren. Ich meine, das ist nicht Full Size, leider nicht. Ob man die 3 kaufen kann, bin ich nicht sicher. Aber wenn es das über Ausprobieren rede gibt, dann das ist genau die 3. Die 3 und ich liebe diese Multivitamin oder Lift Express auch. Also, ich liebe einfach Babor, sagen wir so. So, ich freue mich absolut. Sie sehen nicht viel, aber es tut mir leid. Ja, wir sehen, was wir sehen. Nummer 7. Nummer 7 ist hier. Ich habe einfach meinen Arbeitstisch da hinten. So, ist natürlich nicht so hoch. Nummer 7. Nummer 7 ist hier und wir schauen. L'Occitane 10 ml. Das ist witzig. Ja, 10 ml. Come on, das ist zu klein. Das ist auch nur zu ausprobieren. Das ist Free Sample, ich nehme an. Ich kann nicht vorstellen, dass sie verkaufen das. Ist irgendwo geschrieben, nicht for sale? Das sehe ich jetzt gerade nicht. Aber meiner Meinung nach das ist extrem klein. Extrem. 30 ml, das ist die kleinste Full Size. Die könnte theoretisch auch da rein tun. Ja, passt vermutlich nicht, aber ja, mit etwas anderes wechseln. Aber 10 ml nur für meine kleine Tasche. Das war Nummer 7, Nummer 8.
Ich sehe jetzt gerade leider nicht, aber schon gefunden. Auch groß. Oh. Aber leicht. Ja, ab sofort Enttäuschung. Aber hier ist Annemarie Berlind. Geuron-Augenpads mit Sofort-Effekt. Oh, diese Augenpads ist mein Lieblings. Sie sind richtige Hammer. Ja, ich sage euch, es funktioniert. Du spürst genau diesen Sofort-Effekt, wie das einfach nach oben sieht. Es ist, oh, ich liebe sie. Und Full Size kostet etwa 25 ungefähr. Ja, theoretisch kann ich schon auch kaufen, aber Augenpatches für 25, für das kann ich schon ein Box kaufen. Ja, Nummer 9 ist auch klein. Hier sieht so aus. Und dann, was kann da sein? Auch etwas Leichtes. Genau, Lancome Re-Nergy 300 Peptid Creme, 5 ml. Das ist auch kleine Probchen, nichts mehr. Da könntest du kostenlos einfach so dazu bekommen, wenn du etwas kaufst bei Lancome. Ich hatte schon viel Stück gehabt. Ja. So. Was war Nummer 9, oder? Nummer 10. Nummer 10 ist hier. Ein bisschen schwerer und ein bisschen länger. Hoffentlich, da befindet sich etwas Besseres. Sieht so aus. Ritual of Ayurveda, meine Lieblingsreihe. 50 ml Indian Rose Sweet Almond Oil. Und das ist, ja, Shower Gel. Genau. Das ist Reisegröße. Ich hatte schon eine in Verwendung und kann ich euch sagen, das dauert nicht extrem lange, aber genug lange, bis du am Ende bist. Ich meine, perfekt für Reise auch. Wunderbar und auch für zu Hause. Und noch meine Lieblingsreihe. Ach, das bringt ein bisschen mehr Freude als die mit Lancome vorher. Nummer 11. Oder? Also, ich schaue und Nummer 12, Nummer 11, genau. Ich hoffe, wir verpassen keine Nummer. Ein bisschen schwer als sonst und klein noch. Wieder ein Parfüm, kann schon sein. Ja, genau, ich sehe schon. Das ist ein Parfüm von Versace. Hatten wir schon auch ein paar Mal gefunden. 5 ml Dylan Turquoise. Ja, leider nicht mein Lieblings, aber was zu machen, noch eins. Aber sieht so süß aus. Ich mag einfach diese Flakon. Ach, ist wunderschön. So, Versace noch nach hinten. Das war Nummer 11 und dann Nummer 12. Nummer 12 habe ich hier. Leicht. Ha. Diese Marke hatte ich noch nicht. Kiss Me Tender Smoothly Lip Balm. Das ist von Your Beauty Professional Network. Ja, wieso nicht? Hoffentlich gibt es auch Farbe oder was? Das Lip Balm einfach. Mit Farbe oder ohne. Sieht nicht so schlecht aus. Was ist das, Metall? Wow. Ganz spannend. Kann ich nicht öffnen. Muss das man. Ah, okay, nein. Ohne Farbe. Riecht wie Candies. Ja, süß. Nicht schlecht, okay. Würde ich gerne natürlich schon verwenden. Jetzt genau im Winter. Es ist richtig Zeit für solche Produkte. Weiter mit Nummer 13. Das noch mal hinten. Nummer 13. Oh, Nummer 13 ist einfach riesig. Ist die größte. Was kann das sein dann? Ah. Okay, Biotherm 50 ml und das ist Geldusch. Ist das Geldusch? Ja, genau, Schauergel. Geldusch von Biotherm hatte ich noch nicht. Ja, 50 ml schon etwas. Besser kann schon sein mit 75 zum Beispiel. Aber ja.
Freue ich mich trotzdem. Nummer 14. Nummer 14. Oh, extrem klein. Ist das so klein? Was kann da rein wieder? Ein Parfüm vermutlich. Kann schon sein. Nein, nein. Für dieses Produkt freue ich mich. Das ist Estée Lauder, meine Lieblingsmarke. 3 ml Advanced Night Repair Eye. Das ist für Unteraugenpartie. Und ich liebe diese Creme, ich liebe diese Marke, verwende oft, nicht immer, weil kann ich nicht so einfach kaufen, also es ist extrem teuer. Aber ich freue mich, wenn ich noch eine kleine, egal wie klein, ist noch 3 ml, aber für mich, das kann schon für mindestens einen Monat reichen. Ja, ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber ich bin extrem langsam. So. Das noch und da, was das war? Ich habe das vergessen. Ist das war Nummer 14, oder? Nummer 15, lang. Kann da schon wieder ein Parfüm sein? Alles möglich. Sieht interessant aus. Genau, das ist Roll-On Parfüm, 10 ml. Aha. Carven, Dance Marble. Also wie der französische Marke nehme ich an, weil das kann ich leider nicht lesen. Wenn ich das nicht lesen kann, das bedeutet, das ist französisch. Sieht auch süß aus. Lass uns probieren. Blumig. Definitiv. Ja, gefällt. Ganz so delikat, aber mit Blumenduft, so blumig. Ich weiß nicht, was da drin ist, aber riecht gut, riecht wirklich gut. Ich würde gerne für Sommer behalten und im Sommer dann verwenden. Ja, perfekt, für Sommer mag ich. Also, Nummer 15 war wirklich gut für mich. Ich freue mich. Und dann Nummer 16. Nummer 16 ist nicht so groß. Genau, richtig in der Mitte steht und extrem leicht. So ist es so, alles so leicht ist. Ahava. Ahava und 15 ml Time to get ready. Essential Day Moisturizer for Normal to Dry Skin. Das ist Gesichtcreme. Von dieser Marke hatte ich schon Handcreme, Bodylotion. Ich glaube, Gesichtcreme hatte ich auch. Also Ahava. Ich mag diese Marke, verwende sehr, sehr gerne. Das ist auch, kann ich nicht sagen, günstig, aber auch nicht so teuer. So irgendwie Middle Class. Ja, selbst kaufe ich nur, wenn ich in Israel bin zum Beispiel. Das ist schon lange, lange Geschichte. Ja, so, für mich, das ist irgendwie ein Creme oder mit Duft, das bringt mich wieder zurück nach Israel. Ja, super, leider klein, wie immer, wie alles. Und Nummer 17, ja, ist hier. Nummer 17 habe ich schon gefunden. Und da haben wir etwas von Lancaster. 365 Skin Repair 10 ml, das ist Serum. Serum von dieser Marke hatte ich noch nicht. Also 10 ml schon klein. Aber wow. Sieht so hochwertig aus. Mag ich, würde gerne verwenden und kann ich auch mitnehmen. Ja, perfekt. So, Nummer 18 sehe ich schon, ist neben mir und nicht so klein zum Glück. Ich freue mich, wenn wir so ein bisschen große Nummer sehen. Ist ja ein nicht schwere, aber nicht leichte Nummer. Und hier ist noch Narcissa Rodriguez for her 75 ml. Ist das noch Full Size oder nicht? Das weiß ich nicht. Was steht das hier? Body Lotion. Okay, für Körper. Nichts anderes geschrieben. Und wir schauen natürlich jetzt rein.
Not for sale steht hier wieder. Ja. Lass uns schauen. Ja, kann man öffnen. Ich probiere ein bisschen. Einfach nur zu wissen, ob dieser Duft gefällt mir oder nicht. Schwierig zu sagen. Riecht irgendwie spezifisch. Nicht, dass ich ab sofort sage, ja, mein Lieblingsduft, aber nicht schrecklich, nicht schlecht. Ja, kann ich schon verwenden. Okay, noch Body Lotion mit Aroma, mit Parfüm. Nummer 19. Nummer 19 ist auch nicht weit von mir, steht da noch hier. Sieht so aus. Und dann, ach, ich sehe schon. Shiseido. Shiseido mag ich sehr. Ich liebe Shiseido. 10 ml und das ist auch Serum. Serumkonzentrat, ja, sehr, sehr bekannt. Extrem teuer. Das kann ich schon sagen. Ich habe auch diese Minimal Full Size in Backup. Ist noch in Backup, weil ich habe so viel Serum, so viele Sachen. Ach, Leute. Oh, schwierig, schwierig, das so schnell in Verwendung bringen, aber ich freue mich natürlich noch ein Backup zu haben. Kann sein, ich bringe das als Geschenk zu meiner Schwester. Sie mag Shiseido auch. So, was haben wir dann? Das noch Nummer 20, unsere nächste Nummer. Sieht so aus. Und in 20 noch ein Parfüm. Ja, Forever Laura Biagiozzi, 10 ml. Oh, soll cool sein, made in Italy. Schauen wir, hab schon überall ausprobiert, Parfüm. Ah, für Reis ist perfekt. Ja, süßlich. Mhm. Irgendwie süß, blumig, mag ich auch für Sommer. Hm. Kann ich das noch verwenden jetzt im Winter? Wir sind genau im Winter, ich weiß nicht, ob Sie hören. Bei uns ist jetzt Regen. Ja, ich hoffe natürlich irgendwann, wir sehen noch richtige Winter. Aber vermutlich nicht heute. Nummer 21 ist dünn. Und dann haben wir Filarga Age Purify Intensive Serum. 7 ml. Ach, das ist eine kleine süße Probchen, was kann ich noch sagen? Also das ist natürlich eine Probe, nichts mehr, nichts mehr. Filarga ist auch teuer, das kann ich schon verstehen. Aber wenn dann in Adventskalender, für was du noch Geld gibst, da so kleine Proben drin, das finde ich irgendwie enttäuschend, oder? Was denken Sie? Also Filarga würde gerne ich natürlich ausprobieren, aber 10 ml wird und so ein bisschen mehr, ja, in Zufriedenheit bringen. Nummer 22, ja, noch 22, dann nächste. Sieht so aus. Und was haben wir hier? Sensei, wow. Aber 0,5 Gramm Silk Peeling Powder. Das hatte ich noch nicht. Das hatte ich noch nicht, aber ich weiß nicht, wie kann man das wirklich verwenden? Das soll... Ah, Beschreibung. Beschreibung noch größer als dieses Produkt. Schauen Sie bitte an. Das ist noch Beschreibung und das ist Produkt selbst. Also extrem, extrem klein. Peeling Powder, not for sale. Logischerweise, wer kann das verkaufen? Also das lese ich später an, weil das bringt jetzt keinen Sinn. Also... Für mich ist ein bisschen komisch. Über Creme von dieser Marke würde ich mich natürlich mehr freuen. 23 ist schwer. Wow, extrem schwer. Kann da schon. Ach, Kerze. Ich habe mich schon gefreut über Full Size Creme oder etwas so. Das ist Rituals Relaxing Candle Lotus und Jujube. Jujubenue. Ha? Habe ich nicht verstanden, was das ist? Ich kann diese Duft leider nicht beschreiben. Es tut mir leid, es ist schwierig. Es ist angenehm, ja,
Aber irgendwie, ich kann das nicht erkennen. Was für... Ist das... Okay, Lotus. Kann schon sein, Lotus spüre ich ein bisschen. Aber was das ist? Jujube? Das weiß ich nicht. Also Kerze, noch kleine Kerze und letzte. 24. Nicht so schwer, also keine Kerze, logischerweise. Und wir schauen, was war hier. Ah, zwei Produkte noch. Von Art Deco, das ist noch Lack. Und von Art Deco Lippenstift. Och, sieht cool aus. Auch in Rot. Wow, fantastisch. Würde ich vermutlich für mich nicht selbst behalten. Ich habe so viel rote Lippenstift, das brauche ich einfach nicht. Das kann ich bis meine ganze Ende Leben nicht verwenden. Das ist noch zu viel. Aber zwei Produkte in der letzten Nummer. Super, das haben sie wirklich gut gemacht. Und einen Moment bitte, ich korrigiere noch dieses Bild, dieses Muster und dann zeige ich euch, was war am Ende auf diesem Adventskalender auf der anderen Seite. Und auf der anderen Seite war Beauty Christmas ganz, ganz nett. Ich finde das schon. Sieht super aus. Dieser Karton ist perfekt, hochwertig. Da kannst du auch noch einmal verwenden. Finde ich super und praktisch. Würde ich auch behalten und nachfüllen für meine Freundin zum Beispiel. Ja, und übrigens über unsere Produkte. Sie könnten leider nicht alles jetzt natürlich sehen. Aber was denken Sie, für 31,50 finde ich ist okay, ja. Gibt es noch ein paar Sachen, über die ich mich freue. Gibt noch ein paar Sachen, die hat gar nicht gefallen. Und für knapp 60 Euro würde ich sagen, nein, das hat sich nicht gelohnt. Für ja, 32 ist okay. Das kann ich verstehen und nächstes Jahr auch, oder nächstes dieses Jahr schon, in unserer Weihnachtssaison, Adventskalendersaison, noch einmal, wenn gibt es noch wieder dieses Angebot, kaufen. Das würde ich gerne und Sparkpuff-Familie hat mir sehr gut gefallen. Service ist wunderschön und schnelle Lieferung und noch ja, ein paar Proben auch immer dazu, ja. Funktioniert wunderbar und noch dieser Code hat auch funktioniert. Genau mit Beauty 10 hatte ich 10% Rabatt gehabt. Nun, was kann ich noch sagen? Wunderschön, wunderbar, perfekt funktioniert. Ja, für 32, nein, für 59. So, das war alles von mir für heute. Ja, ich habe noch einen Adventskalender und das ist der letzte, dann ist Schluss. Ich hoffe, Sie sind noch in diese Laune, Adventskalender zu schauen und öffnen. Ich finde das trotzdem spannend, interessant. Ich liebe Adventskalender und ich hoffe, ihr auch. Also ihr Lieben, das war alles. Ich verabschiede mich und ich hoffe, wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Bitte nicht verpassen. Einen schönen Tag noch. Tschüss.